Der Wundruf von Azimut. Bo? Bo? Sieg Azimut ist vielleicht noch lebendig. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Nur Mut. Na also, da steht er doch wieder. Alles klar, dann Popo Zizik. Na, wo ist es? Hallo Kleiner, habe eine Nachricht speziell für dich in den Äther geschickt. Beruhige dich erst einmal. Meinen Berechnungen nach lebst du durchaus noch. Aber warte nicht zu lange damit, mir zu Hilfe zu kommen. Ich werde dir ein paar Details erklären. Stell dir mal eine Situation vor, die seit langem faul ist. Eine Stadt ohne Hoffnung mit einer resignierten Bevölkerung, in der das Zloten die einzige Art ist zu überleben. Eine Situation am Rande des Abgrunds. Eine Zeit, in der unbedingt ein kleines Körnchen gesät werden muss, das sich entwickelt und den Schnibbel gebiert. Der Schnibbel kommt aus dem Zentrum und breitet sich mit der Farbe aus, die man ihm gibt. Der Schnibbel ist die größte Macht von allen. Einige haben das verstanden und wollen ihn für dunkle Zwecke ausnutzen, zum Beispiel die Schnibbelsekte. Dabei ist der Schnibbel Teil des Herzens und, wenn richtig in Position gebracht, erleuchtet er alles. Das ist das Prinzip des Fortschritts. Durch seine Bejahung im kollektiven Unbewussten entstehen günstige Evolutionsbedingungen sogar für eine Revolution. Schnibbel ist eine Wolke, die dich trägt, Wudruf, und den Erfolg deiner Suche möglich macht. Viel Glück, kleiner Schnibbel. Das war ja jetzt alles ganz toll, aber inwiefern bringt uns das jetzt weiter? Blöd. Also wir brauchen etwas Härteres als eine Haselbeinuss. Ich habe mir da jetzt gerade mal wieder so ein bisschen was durchgelesen und muss sagen, dass ich noch nicht so ganz verstanden habe, was das Spiel jetzt gerade von mir will. Mann, ich hatte das nicht mehr so... Ich weiß, warum ich es nie durchgespielt habe. Ich verstehe das so langsam. So. Wohin will ich? Also ich will hier hin. Laut Komplettlösung will ich hier hin. Und ich will den Wetterbericht anhören. Und dann, naja, schauen wir mal, was passiert. Ich habe keine Ahnung, wie bin ich denn damals überhaupt... Also ich weiß, dass ich das alles noch gemacht habe. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals rausgefunden habe. Das muss ja echt schon wirklich eine Verzweiflungstat gewesen sein. Moment, was ist das denn jetzt? Ich will nicht scrollen. Mist. Ich will jetzt einfach mal den Wetterbericht anhören, denn ich brauche, so laut der Komplettlösung, einen Meteoriten, der hier runterkracht und mir einen Krümel davon gibt. Und dann kann ich die Haselwalnuss nehmen. K habe ich gedrückt. Zick, Sto, Platz. Das war ja alles nur nacheinander. Meteoriteneinschlag vor dem Amtsschimmelzentrum ist gemeldet, während sich in der Gefängnisturmregion kurzfristige Aufheiterungen entwickeln. Heftige Böen mit 217 Stundenkilometer Spitzenwert, Wetter. So. Und dann benutzen wir die Uhr nochmal. Nein, hallo. Mach das weg. Penner. Ja. Scheiße.
Da haben wir nichts bekommen. Liebe Komplettlösung, was war das denn? Das ist nicht das, was ich erwartet habe. Also, was ich noch weiß, ist, dass man diese blöde Nuss nachher mit so einem Meteoriten kaputt machen muss. Das spoilere ich jetzt einfach mal. Das ist aber auch gerade das Einzige, was ich noch weiß. Scheiße. Ich probiere das jetzt nochmal. Was schmeißt der? Was schiebt der blöde Sack mir auch sowas ins unter hier unten drunter? Schwere Wolken mit lokalen Schauern in der Knastsackgasse. Während mit einem Meteoritensplittereinschlag vor dem Amtsschimmelzentrum zu rechnen ist. Das war die Wetterschau für die nächste Minute. Ah, okay, dann war das eben halt ein Meteor und jetzt kommt ein Meteorsplitter. Vielleicht ist es ja das, was ich brauche. Okay, jetzt kann ich auch was machen. Aber bitte, wer soll denn darauf kommen? Und wie zur Hölle bin ich damals drauf gekommen? Yay! Yep. Hip, hip, hurray! So, wir haben einen Meteorensplitter und den können wir natürlich benutzen, um dem guten Eumel da die Haselwalnuss abzuluxen. Die müssen wir dann mit einem Meteor kaputt machen lassen und dann können wir die Nuss dem komischen Torwärter da geben. Dann geht's doch noch ein bisschen voran. Wo wollte ich jetzt... Wo ist denn das? Ach, das ist hier ein Hin und Her. Ich glaube, das war hier. Nee, das war nicht hier. Nee, stopp. Das war da, genau. Juch, hey. Also ich glaube, ich muss meine Meinung revidieren. Das Spiel ist doch länger, als ich gedacht habe. Ich bin ja jetzt gerade mal hier... also wenn ich die... Ja, das Spiel ist noch länger. Also ich werde es auf keinen Fall in einem Stück durchspielen. So, bitteschön. Cool. Okay, wir haben die Haselwalnuss. Huch, sag ich mal. Huch. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und probieren diese Haselwalnuss zu knacken. Trippel, trippel, trippel. So, hier mal reinhören. Ein großer Meteoriteneinschlag wird auf dem Obersackplatz erwartet, während am Amtsschimmelzentrum heftige Windböen von 548 Stundenkilometern gemeldet werden. Das war die Wettervorhersage für die nächste Minute. Puh, fraglich, ob ich da noch rechtzeitig hinkomme. Versuchen kann man's. Ich weiß nämlich nicht, ob das wirklich eine Minute ist oder einfach nur, dass man im Bild bleiben muss. Probieren wir's. So, schnell hinlegen. Okay. Nein! Was ist das denn? Yep. Ja, super. Yep. Huh.
Ja, okay, das scheint nicht funktionieren. Dann, ich will das da unten machen. Ich will das, hier auf dem Amtsschimmelplatz machen. Weil ich im Kopf habe, dass ich das damals auch an der Stelle gemacht habe. Vielleicht ist der Boden da nicht so abschüssig. Okay. Wo ist denn hier so? Schneller. Sag jetzt was Gutes. Lokal ist mit einigen Niederschlägen im Scheunenviertel zu rechnen, während der Blitz sehr bald in die Knastsackgasse einschlagen wird. Diese Wettervorhersage geht ohne jegliche Garantie für eine Minute. Uninteressant. Ich brauche was anderes. Dem Obersackplatz werden die Sturmböen noch heftiger werden. Sie werden Spitzenwerte von 333 Stundenkilometern erreichen. Im Rotlichtviertel blauer Himmel mit einigen Schauern. Das war die Wetterschau für die nächste Minute. Ich habe hier gerade was... Hallo. Ich habe hier noch was anderes gelesen und zwar... Ja. Okay, darauf hätte man kommen können. Aber ich hab gehofft, das geht halt auch anders. Und zwar sollte man die Haselnuss in den Teer tunken und dann klebt die besser. Das kann jetzt natürlich etwas dauern. La 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 la. Ach, ist das ein... Ja, gehen wir hier oben rum. Kann ich eigentlich auch den Gehweg? Nö, das kann ich natürlich nicht abbrechen. So, dann probieren wir es aus. Walnuss mit Teerfass. Super. Und wieder zurück. Es ist ein... Wow. Also, ich könnte es auch auf meine fehlende Logik zurückführen, aber ich behaupte jetzt einfach mal, das ist nicht so ganz ohne das Spiel. Aber wie gesagt, das sind eben alte Sierra-Adventures. Die erklären sich nicht grundsätzlich unbedingt von alleine. Die sind... Die sind gerne mal ein bisschen kryptisch. Naja, macht ja nichts. Das Spiel an sich ist ja toll. Also zumindest der Humor. Ich finde den Humor klasse. Und die Zeichnung finde ich auch toll. So, nu aber. Jetzt will ich aber irgendwo auch einen Meteorschlag haben, bitte. So. Sag was Gutes, sonst werde ich sauer. Meteoriteneinschlag vor dem Amtsschimmelzentrum ist gemeldet, während sich in der Gefängnisturmregion kurzfristige Aufheiterungen entwickeln. Heftige Böen mit 217 Stundenkilometer Spitzenwert, Wetter. Perfekt. Wir brauchen die Meteoruhr. Die Haselnuss. Yay! Na komm, Meteor. Gib Stoff. Das hat jetzt sehr viel gebracht hinterm Pfosten. Na also. Ach, herrlich. Und jetzt können wir das Ganze... Nein. Nicht da rein, sondern hier lang. Jetzt können wir das Ganze diesem komischen Wärter geben. Und danach würde ich sagen, mache ich auch mal Schluss. 2 Stunden an einem Stück aufnehmen, das muss reichen. Und
Ja, also ich bin überrascht. Ich dachte, das Spiel wäre wesentlich kürzer. Hatte das Ganze wesentlich kürzer am Kopf, sage ich mal so. Aber das ist ja nichts Neues. Das weiß ich ja mittlerweile, dass das eigentlich immer so ist. Und dann machen wir das und dann haben wir ja quasi schon einen guten Teil abgeschlossen. Es ist nicht die Hälfte. Ich würde sagen, es ist ein Drittel. Der Butsuk-Tempel, ja genau. So, guten Abend, lieber Mann. Bitteschön, eine Haselwalnuss. Yay! Und wir sind im Saal der Weisen. Und da speichern wir jetzt. So lieb. Alles klärchen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao!